Spruch. Mysterium. Was es bewirkt, keine Ahnung. Finde es heraus. Geld. So. Was haben wir hier jetzt noch drin? Den Dreifachgrifforden. Lässt Mario 3 Items pro Runde einsetzen. Okay. Ja gut, diesen OP-Orden hier brauche ich ja sowieso nicht. Weil ich eh mal den normalen Sprung mache. Für 6 PP darfst du im Kampf 3 Items, Moment, während einer Runde einsetzen. Aber habe ich das nötig? Also sieh mal es bisher. Irgendwie nicht so. Ich glaube, ich hätte gern meinen Spion wieder. Und von mir aus auch das hier. Weil eigentlich brauche ich keine 3 Items. So, Bombett, lauf mal gegen den Schalter. So. Muss das ja auch erstmal so ein bisschen herausfinden. So, dann haben wir das nämlich auch und dann können wir jetzt hier weiter. Das ist ja aktuell auch der einzige Weg. Das gefällt mir irgendwie nicht so ganz. Die Sparblüte habe ich, ja. Die habe ich nicht drin, aber die habe ich. Ich glaube, die ist auch recht teuer, soweit ich weiß, oder? Ich kann aber gerne nochmal für dich gucken. Aber ich meine, ich habe sie gerade auch gesehen noch. Da. Aber da habe ich halt nicht genug Ordenpunkte für und ich werde auch nie genug haben, weil ich nicht mehr haben kann. Nein, wir haben keinen Partner bekommen. Was tust du da? Mir zeigen, was ich hier machen muss? Kein Pinguin für mich. Cooper. Nein! Nein! Colorado! Also, als ich mich zuerst frage, was macht mein Bruder hinter der Wand? Was macht Luigi hier? Wie ist der hier reingekommen? Wie hat er das überlebt? Wenn es Luigi ist, es könnten ja auch alles wieder Fake sein. Colorado müssen wir nicht drüber reden, ne? Der kann bitte gleich wieder gehen. Und was macht der Opa Goomba hier? Der uns ganz am Anfang den Balkon abgesägt hat. Na, das ist ja die beste Kombination. Mario, ich bin der echte Koopa. Aber das weißt du natürlich, nicht wahr, alter Junge? Ich dachte, du bist Colorado. Mario, sieh mich an. Ich bin der einzig echte und wahre Koopa. Niemand sonst sieht aus wie ich. Du bist ein Opi. Da ist doch ein Opa Koopa, den habe ich ja gerade gar nicht gesehen. Mario, komm schon, ich bin Koopa. Ich meine, das ist doch lächerlich. Ich bin der echte Koopa-Söhnchen. Du glaubst mir doch, oder? Ich bin der echte Koopa. Da besteht doch wohl kein Zweifel. Oder etwa doch? Okay, alter Kumpel. Am besten ist es, du ziehst diesen Betrügern einem nach dem anderen eins über. Das ist eine gute Idee. Hey, Bruder. Verhau sie alle, außer mir, okay? Haben die irgendwelche Probleme? Also, es hörte sich für mich jetzt erstmal so an, als wollten sie sich alle gerne als Koopa ausgeben und haben irgendwie ihre Verkleidung verkackt. Aber er hat jetzt nämlich auch als Bruder angesprochen. Erstmal den Opi hauen. Du musst über so eine Art sechsten Sinn verfügen, Söhnchen. Du wirst doch an mich denken. Nö. Kann man einfach durch das Loch durchgehen? Nein, nein, erstmal alle vermöbeln. So, du hättest es ja auch nie lebend reingeschafft. Ich schlage alte Männer jetzt schon zum zweiten Mal. Colorado schlage ich auch lieben gerne. Lass mich Colorado schlagen. Okay, dich habe ich auch erkannt. Und tschüss. Und jetzt erstmal noch Luigi den Hammer ins Gesicht hauen. Bruder, ich habe doch so oft gesagt, dass ich der richtige Koopa bin. Das ist so gemein. Also irgendwie müssen die noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, gut gemacht, Mario. Ich wusste, du würdest es schaffen. Das waren die schlechtesten Verkleidungen, die ich jemals gesehen habe.
kann ich nicht widersprechen. Okay. Jetzt haben wir hier zwei Türen. Gehen wir erstmal hier noch weiter und gucken mal. Aber hier ist wieder ein Spiegel. Scheint mir. Wobei. Na, wo kommt die Reflexion wieder? Los, ich will gucken. Ja, die ist überall. Nur wenn ihr mal guckt, ja, wir spiegeln uns. Aber der Block da spiegelt sich nicht. Okay, gucken wir das erstmal so ein bisschen an. Was ist hier? Ein Sternensplitter. Mario, kannst du bitte? Es ist nicht so schön. Oh, der ist direkt hier drunter. Das ist schon mal schön. Cooper, geh da weg. Aber ich wollte eigentlich meinen tollen Doppelsprung hier drunter machen. So, meine Güte. Komm, kannst du das hier lassen? Okay. Hi. Na? Was geht? Ich nehme doch die andere Tür. Ich habe mich mal spontan dazu entschieden. So, hier komme ich ja nicht durch. Was passiert, wenn ich hier runterplumpse? Ich kann hier nicht runterplumpsen. Das Ding war auf unserer Seite unsichtbar? Nein. Was war es dann? Du hast aber die Reflexion abgeschossen hinten. Wow. Bedeutet, der Schalter war bei uns ja nicht da, quasi. Also, der war nur in der Spiegelung da, aber nicht bei uns. Aber dadurch, dass wir quasi, ich sag mal, bei uns was gemacht haben, hat die Reflexion das auch gemacht und den Schalter getroffen, der nur in der Reflexion da war? Ja. Das muss ich nicht unbedingt verstehen, aber das war jetzt allerdings auch ein Schuss ins Blaue, der funktioniert hat. Okay. So, da komme ich wieder durch. Hier brauche ich wieder Schlüssel. Das heißt, ich gehe erstmal wieder zurück. So, was ist denn hier vorne dann noch? Die andere Tür. Was passiert, wenn ich dich hier wieder durchschicke? Geht das? Das von der Seite aus nicht hier? Doch, oder? Aber da passiert nichts. Na gut. Was ist denn dann hier noch? Den nehme ich auch noch mit. Gut, ich habe den jetzt teilweise nicht drin gehabt. Dann habe ich vielleicht ein bisschen was verpasst, aber nun gut. Hier ist auch wieder so ein Ding. Aber so ein kleines Ding. Das kann ich ja eventuell... Ich glaube nicht, dass ich das schieben sollte. Das kann ich ja eventuell sogar schieben, im Gegensatz zu dem großen Teil. Ja gut, dann gehe ich auch runter. Ansonsten bei den Wänden noch irgendwas Interessantes. Na gut. Und wir haben natürlich noch die große Statue auf der anderen Seite. Die sollten wir nicht vergessen. Aber ob wir da irgendwie was machen können, müssen wir dann mal schauen. Ich mag diesen Sternensturm. Der ist schon praktisch. Und ganz ehrlich, klar, Sternenergie zu sparen ist immer gut, aber die nie einzusetzen ist halt auch blöd. Von daher gesehen haue ich da gerne mal zwischendurch so ein bisschen was raus. Aber mal gucken, wenn wir... Okay, das würde ich auch mal ausprobieren. Wenn wir den Dungeon hier fertig haben, vielleicht sogar heute, keine Ahnung, dann haben wir ja alle Sterne. Das heißt, danach fehlt uns dann vermutlich... Oh. Das war jetzt anders als seine anderen Attacken, aber okay. Dann fehlt uns ja quasi nur noch Bowser. Und ich könnte mir halt vorstellen, ich will es aber nicht wissen, und tschüss, dass wir jetzt den Eis-Dungeon haben und alle Sterne haben, dann quasi irgendwie in Bowsers Festung eindringen, da quasi nochmal so ein bisschen was Dungeon-artiges kommt und dann halt der Endbosskampf. Also je nachdem, wie lang das dauert und wie viel dazwischen noch kommt, könnte man das... heute und beim nächsten Mal, gegebenenfalls auch beim übernächsten Mal, dann auch abschließen. Also ich glaube, ganz so viel kommt da tatsächlich gar nicht mehr. So vom Gefühl her.
E. Schlüssel? Nein. Das gleiche, was wir vorhin auch schon mal hatten. Die Frage ist, ob sich jetzt gegebenenfalls bei der anderen Statue was getan hat. Ich hoffe, dass hier nicht irgendwas in der Wand versteckt ist. Ich weiß nicht, ob wir wirklich dieses Jahr noch fertig werden, aber ich könnte es mir halt vorstellen, wenn jetzt wirklich nur noch der Dungeon hier ist, den wir vielleicht heute sogar abschließen können, und dann Bowsers Dungeon, sag ich mal, dann ist es, wie gesagt, ja unterm Strich gar nicht mehr so viel. So, da waren beide Türen zu. Dann schaue ich jetzt nochmal bei der anderen Statue vorbei. Wie gesagt, hätte da irgendwas getan. Wolfman, danke schön für 2 Monate Treue. Das ist so schön, dass er nicht mal die Tür aufmachen kann, meine Güte. Dankeschön. Ich muss nur mal gucken, was wir dann nach Paper Mario machen wollen. Oh, nice. Soweit habe ich nämlich noch nicht gedacht. Interessant, dass es sich auch bewegt hat. Dann schauen wir doch mal hier weiter. Also irgendwas Schönes werde ich da auf jeden Fall finden. Also Pokémon-technisch habe ich eigentlich noch genug, was ich machen möchte. Call of Duty. Nur so an anderem Stuff muss ich echt mal gucken. Aber wir finden garantiert irgendwas Schönes. Jetzt will ich den Feuerpanzer nochmal ausprobieren. Ich habe jetzt irgendwie voll drauf fokussiert, dass das so funktioniert wie alle von Koopas Attacken. Aber tatsächlich nicht. Nein. Was willst du? Du machst ihn wieder transparent? Ja, von mir aus. Und du? Steigerst irgendwas bei ihm? Angriffskraft. Okay. Dann machen wir euch erstmal platt. Muss ja eh die Zeit totschlagen. Eh. Ich kann den dahinter gar nicht angreifen. Okay. Ja, der geht doch immer einfach geradeaus mit seinem Panzer. Dann so. Ich finde das interessant, dass Gomarios Mütze nicht vom Kopf fällt, wenn er sich einmal komplett Kopf stellt. Die muss also irgendwie mit Sekundenkleber festgeklebt sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja. Oder es ist gar keine Mütze, sondern es ist ein richtiges Teil seines Kopfes. Das kann natürlich auch sein. Bist du? Ich glaube, jetzt kann ich dich auch wieder angreifen, oder? Das Leuchten irritiert mich, aber ja. So, aber hier level ich tatsächlich sogar mal. Mal ganz was Neues. Und Geldsorgen habe ich hier auch nicht. Hattest du jemals in diesem Spiel? Ich weiß nicht. Als ich dem Typen in der Kanalisation all mein Geld gegeben habe. So, Schlüssel, hoffe ich mal. Jawohl, der Palastschlüssel. Aber noch hatte ich keinen Speicherpunkt. Also werde ich auch noch nicht vom Boss stehen, denke ich. Da bin ich mal super gespannt. Also der Dungeon gefällt mir bislang richtig gut. Es ist zwar nicht so ein wirklicher Kristallpalast, wie ich mir erhofft hatte, mit überall Eis und so, aber ich mag auch so eingeschneite Villen, weil die irgendwie auch so was Mystisches haben, gerade auch mit diesem Spiegeln und so. Also man muss ja wirklich mal so ein bisschen nachdenken. Es ist, finde ich, sehr viel mehr Dungeon-Feeling als manche andere Dungeons, die wir hatten, die halt sehr offensichtlich waren. So, gehen wieder beide Türen auf eigentlich? Ja. Hi, na? Okay. Hallo? Du kannst ja nicht vorbei, ohne dieses Rätsel zu lösen. Sobald du es geschafft hast, lassen wir dich weiter. Ach so, ihr... Ihr schellt einfach an meiner Tür, das geht natürlich auch. Kleinen Moment.
So, da bin ich wieder. Stimmt, es sollte ja noch ein Paket kommen. Ja. Hab ich irgendwie ganz vergessen. Boah, es riecht voll nach Essen plötzlich. Irgendwer hier im Haus kocht. So. Da komme ich sogar durch. Also ich muss erst das Rätsel lösen, sonst lasst ihr mich nicht durch, wohin auch immer. Obwohl hier ja irgendwie keine Tür oder so ist, aber okay. Ja, das ist die normale Lautstärke dieser Klingel, aber die ist auch 2 Meter von mir entfernt, die Haustür, ne? So, kann ich die Dinger hier eigentlich schieben? Wie ich die einfach mitschiebe? Ich schiebe jetzt erstmal die... Kann ich das? Kann ich die da nicht rüberschieben? Warum nicht? Ich kann die nur in eine Richtung? Kann ich die auch schieben eigentlich? Nee. Wieso kann er die nicht ziehen? Oder bessere Frage, wieso kann er die nicht in diese Richtung schieben? Oder in überhaupt irgendeine? Kann die nur in diese Richtung schieben? Das ist aber doch ein bisschen suboptimal dafür, dass ich gerne auch da hinten einen stehen haben möchte. Er kann die echt nur nach links schieben? Kann die irgendwie nicht nach rechts schieben? Das ist doch irgendwie dumm. Er kann die echt nur nach links schieben. Aber warum? Also ich kann die jetzt gerne alles schön da einmal aufreihen. So, einfach aus Prinzip. Das wird sich ja wahrscheinlich resetten, wenn ich sie halt nur nach links schieben kann. Wäre es ein bisschen doof, wenn nicht. Ich finde, das sieht wunderschön aus. Erstmal die Tür blockiert. Ich komme hier auch wieder raus. Also ich hätte jetzt natürlich das Offensichtlichste gesagt und musste es auf diese Felder hier stellen. Aber wie gesagt, ich kann die irgendwie nur in eine Richtung schieben. Das, also es wäre vielleicht auch ein bisschen einfach gewesen, das gebe ich zu, aber ne? Also hier ist auch nichts versteckt. Haben wir das schon mal herausgefunden? Okay. Ich gucke jetzt erstmal, was ich so machen kann. Kann ich die Wand sprengen? So einfach. Aus Prinzip. Weil, warum nicht? Nein. Kann ich die Dinos sprengen? Nein. Kann ich diese Dinos sprengen? Was habe ich denn potenziell noch? Cooper, naja, Park, Carrie, Boo, Sushi. Wenn ich jetzt nochmal rausgehe und wieder rein, dann müsste ich es ja eigentlich resettet haben. Ist eigentlich vollkommen egal, durch welche Tür ich reingehe. Ja. Kannst du nicht vorbei, ohne dieses Rätsel zu lösen? Aber wie gesagt, ich kann die offensichtlicherweise nur nach links schieben. Das heißt, ich werde es niemals schaffen, da rechts auf das Feld irgendwas zu stellen. Außer ich kann die Dinos auch schieben. Aber das kann ich nicht, glaube ich. Dann sagen die nur, ich soll das Rätsel lösen. Also ich kann die irgendwie nicht rüberschieben. Oder kann ich nur bestimmte Statuen rüberschieben? Nö. Hallo, Prinny. Nö. Aber es wäre auch irgendwie so einfach, wenn ich die nur auf diese Dinger schieben müsste. Nur mein Problem ist halt einfach, ich kann die Statuen, wie gesagt, nur nach links schieben. Wie soll ich dann jemals hier was draufpacken? Mario? Hast du irgendwelche richtig guten Infos? Hallo, Derian. Diese Albino-Dinos, sie scheinen sich uns zuzuwenden, wenn wir mit ihnen sprechen.
Ah, Gumbario. Du hast die richtig guten Tipps. Gumbario ist gerade nützlich geworden. Ich kann die nur in die Richtung schieben, in die sie gucken. Der hat nützliche Tipps. Gut, dann kann ich weitermachen. Wärst du da drauf gekommen? Ich wollte dir gerade vorschlagen, ob du die vielleicht drehen kannst, weil es so aussieht, als ob du sie nur in die Richtung schieben kannst, die die gucken. Das wäre mein Tipp gewesen, ob du vielleicht hämmern kannst, damit sie sich drehen, aber ja. Gut ansprechen geht auch. Nee, das war ein echt guter Hinweis, weil ich jetzt gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass man die halt drehen kann und sie sich nur in diese Richtung bewegen können. Also könnte ich den jetzt zum Beispiel hier hinstellen. Wobei, MVP. Huch, nein, mit dir wollte ich nicht. Wobei, auf welcher? Ich kann die ja nur von links nach rechts verschieben. Ich müsste den wahrscheinlich doch hier hinschieben. Wobei, wir sind alle in der Mitte, ne? Kann ich die dann auch, dass die sich nach vorne drehen? Ah ja, das geht auch. Perfekt. Der einzige Raum im Spiel, wo er was Sinnvolles labert. E. Seltsam aus. Oh, Moment, ich habe ihn von der falschen Seite angesprochen. Glaube ich. Das sieht seltsam aus von ihm. Ach so, ja, es ist gespiegelt. Also, ich habe ihn schon irgendwo von der richtigen Seite angesprochen, aber dadurch, dass es gespiegelt ist, dann doch wieder nicht. Okay. E, und dann würde ich gerne einmal in die Richtung schieben. Das ist aber ein cooles Rätsel, finde ich, weil es ist trotzdem so ein simples Schieberätsel, aber es ist irgendwie trotzdem, ne? Ziemlich cool gemacht mit dem, dass man die so ein bisschen ansprechen muss dafür. Hallo Jules. Na, bist du auch endlich zu Hause? Jetzt habe ich das Rätsel gelöst. Yay! Nee, das war ein cooles Rätsel. Ich weiß nicht, ob ich wirklich so drauf gekommen wäre, aber für sowas hat man ja vielleicht auch Gumbario. Was sagt er jetzt dazu? Achso, das gleiche immer noch. Okay, dann ab durch die Tür. Oh. Ich glaube, wir könnten kurz vorm Boss sein, wenn ich das so sehe. Ich meine, hier ist Heilung und auch noch ein Speicherpunkt. Das ist, glaube ich, schon mehr als auffällig. Da muss ich erstmal einen Schluck Wasser trinken.